und es dem dahin bringt. Hier guckt. Guck, 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 guck. Das ist der geile Truckluster, der hat es hier abgeholt. Brumm, brumm. Fährt er jetzt ganz gechillt lang hier zur linken rein. Ja. Anhalten. Oh, und da ist er eingeparkt und boom, hier kommen die Flammen raus und die sind voll beladen. Klaus-mäßig genial ist das. Okay, wer liefern Sie Dr. Bartok mit Carbon? Liefern Sie folgendes zu 5T Carbon. Das heißt, der Typ hier macht das Öl zu Öl, ja. Rohöl zu Öl und Kohle. Und dann mit Öl und Kohle machen wir was? Machen wir Carbon. Und wir haben schon 5. Echt? Nice. Naja, es ist nur eine Frage der Zeit. So, hier könnte ich auch was bauen. Oh, ich könnte eine Mine bauen. Ach, ich heb's mir auf. Ich meine, machen wir eigentlich Plus oder Minus? Boah, wir machen Minus. Ah ja, ist ja kein Wunder. Warnung. Produktion gestoppt. Wir haben ja nicht so viel. Und ich bin ja auch hier der Obernubi, ne? Ey, ach so, halt, ich weiß schon. So, die Dinger hier werden alle abgerissen. Einreicht sowas von. Oh, guck mal, was ich hier für einen Scheiß hab. Gewastet hab, ey. Dann habe ich hier oben voll das Zeug ausgebaut in der Hoffnung, wenn ich nur genug Gammelfisch herstelle, dann essen es die Leute trotzdem. Was ich aber gut gemacht habe, ist, ich habe hier eine geile Connection zu den, sage ich mal, unabhängigen Arbeitern hergestellt und richtig abgebugelt. Ja, und mit diesen Ruinen kosten die mich was. Wahrscheinlich ist es einfach Abteil, wenn da so verkohlte Häuser stehen. Die Bürger denken sich, das ist eine Assi-Gegend. Aber hey, egal. Irgendwie hat's da. Deswegen lasse ich es mal hier. So. Jetzt machen wir weniger Minus. Aber wir machen noch Minus. Und ja. Minus ist in der Regel halt auch nicht so gut wie Plus. Und wie könnte ich jetzt ein neues Plus aufziehen? Weiß es nicht. Vielleicht baue ich noch mal ein paar Häuser in der Hoffnung, dass vielleicht doch noch ein paar Amigos Muchachos werden. Versuche nochmal ein paar Arbeiterwohnungen zu bauen. Halt nicht so viele wie vorher, weil ja immer noch eigentlich Essensknappheit herrscht. Knappheit, aber. Nahrungsversorgung mangelhaft. Ja, genau. Aber ich versuche es halt trotzdem mal. Vielleicht kommt dadurch ein bisschen neuer Schotter rein. Und es wäre dann schon mal ein Anfang. Munitionsfabrik soll ich auch noch herstellen. Ich glaube, ich spinnt. So, 5er Carbon. Wie kriege ich denn ein neues Schiff eigentlich hier? Machen wir gerade ein Safe. So, speichern. Nano, Spielstand speichern. J1. So, überschreiben. Ja, ist in Ordnung. Spiel gespeichert. Dankeschön. Okay, so, also ich bin mir sicher, ich kann auch irgendwie neues Schiff bauen. Aber dazu brauche ich wahrscheinlich irgendwas Spezielles, Bestimmtes, Tolles.
Okay, mal gerade auf die Uhr schauen. Ja. Eigentlich Zeit für ein Päuschen. Es läuft ja soweit. Also, oh, guck mal hier. Komisch, die Laborfreaks, die essen hier diese komische Nahrung. Achtung. Aber die Typen essen noch Fisch und deswegen... Okay, ich brauch's gar nicht zu versuchen. Die Leute, die stehen nicht auf diese Astronautennahrung. Jetzt reiße ich sie nochmal ab, alles. Sorry, Leute. Solange der Fisch vergiftet ist, rockt's nicht. Geschmacksverstärker, ja. Okay, also das kann ich hier auch voll vergessen. Eigentlich kann ich die hier auch wieder abreißen. Und die hier. So. Ich muss halt mal Kosten reduzieren. Wo es nur geht. Es ist gar nicht vorgesehen, dass ich hier so viel gebaut habe. Also reiß das ganze Ding hier ab. Was ist das nochmal? Ne, das lasse ich. Was ist das? Achtung! Produktionsstillstand. Depot, ah, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Und das kann auch weg. So, jetzt haben wir erheblich weniger Kosten. Das kann so bleiben. Das hätte ich auch nicht gebraucht hier. Kann ich auch abreißen. Auch wenn es weh tut, ist es weg. So, jetzt machen wir weniger Minus. Wenn ich jetzt vielleicht noch ein paar Laboranten-Dinger baue, dann... habe ich vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass es was bringt. In Form von Einnahmen. Weil die essen ja das Kraut, nur das Kraut ist halt auch begrenzt. Bringen die mir überhaupt was ein? Ja, die stehen halt so auf den Smog, kann ich verstehen. Oh ja, es bringt was, meine Rechnung geht auf. Aber es wird halt auf lange Sicht auch nicht viel bringen, wahrscheinlich hier alles voll zu kleistern. Hoffentlich aber für den Anfang. So. Noch so ein Fischding. Weg mit dem Fischding. Ich will ein neues Schiff. Ganz klar. Ich will ein neues Schiff. Aber dann lasst uns mal an dieser Stelle speichern. Und wir behalten uns im Hinterkopf, Jay will ein drittes Schiff, dass er die Route hier automatisch weiterfahren kann und trotzdem dynamisch die Quests quasi erledigen kann mit einem dritten Schiff. Ich werde da mal einen Bekannten fragen, der in Anno schon weiter ist als ich, ob ich da jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ein Schiff bauen kann, und
Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. GG, good luck, have fun. Bis dann, euer Jay von jayzockt.de.